So, da. Okay, wir sind wieder da. Mein lieber Chat. Hallo, hallo Marie. Wir müssen das jetzt Hallo ein drittes Mal machen. Bitte, 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 lieber Chat, schreibt jetzt rein. Gibt es eine Verzögerung? Passt der Ton? Passt das Bild? Schreibt es jetzt in den Chat hinein. Es tut mir sehr leid, Marie, dass das jetzt so war. Aber ja, aber so wie es halt ist mit Technik, kann die auch mal einfach, ja. Bockig sein, wie man bei euch in Deutschland sagen würde. So, Nummer 3, here we go. Passt. Okay, so, jetzt kommen schon die Leute rein. Alles gut, es läuft perfekt. Super. Marie, du bist heute hier, weil heute, ich muss das jetzt nochmal, ich muss die Einleitung nochmal machen, weil irgendjemand wird dann die anderen Versuche hoffentlich nicht mehr sehen, weil ich sie löschen werde. Aber. Du bist heute hier, weil heute findet an der Humboldt-Universität in Berlin die lange Nacht der Wissenschaften statt. Und du hättest dort einen Vortrag halten müssen zum Thema, also über deinen Fachbereich, über Biologie. Du bist Biologin und du hättest gesprochen über Evolution und die Zweigeschlechtlichkeit beim Menschen. Die generelle Zweigeschlechtlichkeit. Ah, okay, Nicht nicht nur bei nur Menschen. bei Menschen. Und dann war es so, dass es eine Gruppe von Leuten, wie zum Beispiel den Arbeitskreis kritischer Juristen und Juristinnen bei euch an der Uni nicht wollten, dass du einen Vortrag hältst und diese ein Mail an alle Studierenden geschrieben haben, dich der Hetze bezichtigt haben und whatnot. Und die Uni jetzt zurück, also sozusagen feige in die Knie gegangen ist, weil sie die Sicherheit für die Veranstaltung nicht mehr garantieren könne. Was ich einen wirklich, wirklich, wirklichen Skandal halte. Denn ich finde, es ist Aufgabe einer Universität und einer Universitätsleitung, Wissenschaft und Vorträge über wissenschaftliche Fakten möglich zu machen und sich nicht in die Knie zwingen zu lassen von ein paar Kritikern. Bettina Ballack, eine Schriftstellerin, eine österreichische, hat auf Twitter ganz richtig geschrieben, man stelle sich vor, Corona-Leugner oder Kritiker würden auf einmal Vorträge über Viren oder Virologie canceln und damit Erfolg haben. Und eine Uni würde dann verschiedene Vorträge nicht zulassen. Also ich finde, der Vergleich ist auf jeden Fall zutreffend. Man kann sich als Uni nicht gefallen lassen, dass die Kritik ein paar Ungläubiger zu Evolution Früchte trägt. Aber wie siehst du das denn vielleicht als Einleitung? Und dann würde ich sagen, gehen wir schon in den Vortrag rein. Genau, also nochmal, ich finde das schon vernünftig von der Uni, dass wir, also es ist auf nicht abgesagt, es wird jetzt verschoben. Ich arbeite mit der Uni daran, dass wir eine neue Veranstaltung finden, wo wir das halt vielleicht auch in einem anderen Rahmen oder größeren Rahmen debattieren können. Es ist natürlich schlimm, wenn Aktivisten durch Androhung von Gewalt, von Androhung von Protest, also ich supporte jede Form von friedlichem Protest, ja. Also jeder sollte sein Recht wahrnehmen zur freien Meinungsäußerung, aber das ist ja beruht halt auf Gegenseitigkeit und Hetze zu schreien, ohne sich mit den Inhalten zu beschäftigen, finde ich halt sehr problematisch. Andererseits ist ja die Lange Nacht der Wissenschaft ein Event, wo es um Wissenschaft geht, auch für die ganze Familie. Und wenn die Uni die Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann von den Vortragenden und von den Besuchern und Besucherinnen und den Kindern, die auch kommen, ja, dann ist das schon traurig, dass es so weit kommen musste und wir sollten dringend darüber reden, aber für mich auch ein Stück weit, ja, verständlich. Und sie haben sich jetzt ja nicht inhaltlich von meinem Vortrag irgendwie distanziert, nur das war halt einfach nicht mehr tragbar, ja, mit diesen Ausmaßen, die das angenommen hat. Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr ehrenvoll von dir, dass du da so nachsichtig bist. Und ich kann es auch verstehen, du bist Mitarbeiterin an der Uni, aber auch als Wissenschaftlerin hast du wahrscheinlich noch, wie soll ich sagen, eine Art Verpflichtung, die du innerlich verspürst, dich mit der Uni ja, zusammen um gute und ausgewogene Lösungen zu bemühen. Und das respektiere ich und das finde ich sehr ehrenvoll. Ich bin da aber leider nicht mehr ganz so nachsichtig, weil ich schon bemerke eine gewisse,
ja, ein gewisses im Stich lassen von Universitäten. Wenn die Uni ihr Versprechen einlöst und sie dir noch eine größere Plattform ermöglicht, ja, einfach nur um zu zeigen, dass die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Lehre, ja, doch noch ein sehr, sehr, sehr hochgehaltenes Gut ist in unseren Demokratien, ob in Deutschland oder Österreich, dann, okay, dann können sie das vielleicht wieder gut machen. Aber wenn man sich anschaut, was an der Universität Sussex passiert ist, mit einer Professorin der Philosophie, mit Doc Stock, was dort ein paar Gruppen geschafft haben und die Uni zwar nicht sie rausgeschmissen hat, ja, das wäre das höchste der Gefühle, eine Hochschulprofessorin ihres Lehrstuhls zu entziehen, aber trotzdem wurde sie alleine gelassen, trotzdem wurde sie immer wieder gebeten, aufzuhören, ja, mit den Dingen, die sie sagt. Und ich nehme da schon ein Klima wahr in der Akademie oder in der Intelligenzia in unseren Gesellschaften, das ein sehr ja, ein nicht nur feiges, sondern ein sehr gefährliches ist. Also ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, dass die Humboldt-Universität zur Vernunft zurückkehrt, ja, denn diese hat sie sich verschrieben. Und ich freue mich, dass so viele Leute heute hier sind, um deinen Vortrag zu hören. Und ich würde dich schon bitten, in den Vortrag einzusteigen, liebe Marie. Ich werde, während du jetzt beginnst, noch ein bisschen adjustieren, das Bild, damit es wirklich zentriert ist. Genau, also wir haben ja so ein paar kleine technische Probleme, weil wir das jetzt so spontan gemacht haben. Donna hat nämlich kein PowerPoint, also habe ich es ihr per PDF geschickt und so ein paar Sachen funktionieren dann nicht. Und ja, aber wir machen das jetzt hier ganz gemütlich im Zweiergespräch. Und es ist vielleicht auch, also für mich ist es jetzt auch gerade angenehmer, als mir vorzustellen, ich muss irgendwie vor 150 Leuten stehen, die schreien und nicht zuhören. Und ich hoffe einfach, dass nach diesem Vortrag einiges klar ist, ja, worüber ich eigentlich reden möchte. Ich glaube, du hast es noch ein bisschen besser justieren. Ich glaube, es ist ein bisschen abgehakt, ja. An der Seite. Mhm. Also wenn du es ein bisschen kleiner noch machen kannst. Mhm. Also ich kann ja schon mal einfach anfangen. Genau, also mein Vortrag, der heißt Geschlecht ist nicht Geschlecht und Geschlecht ist auch nicht schlecht, ja. Sex und Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Und wie man halt jetzt sehen kann, ja, es ist ein sehr emotionalisierter Diskurs, der dominiert wird von verschiedenen Missverständnissen. Und das kommt ja einerseits vielleicht wegen der gesellschaftlichen Debatte gerade um das Thema Geschlecht, aber es kommt halt auch ja, es liegt ja halt auch daran, dass wir im Deutschen das Wort Geschlecht benutzen, was einfach so viele verschiedene Bedeutungsebenen hat. Und im Englischen ist es einfach ein bisschen klarer. Da haben wir nämlich diese zwei Begriffe. Da haben wir halt Sex und da haben wir Gender. Und das Wort Gender wird ja auch jetzt mehr und mehr benutzt, ja, auch hier in Deutschland. Aber ich glaube, dass vielen Menschen auch nicht wirklich der Unterschied jetzt klar ist zu dem jetzt sogenannten biologischen Geschlecht und so Gender, dem sozialen Geschlecht und was für eine Rolle das in der Wissenschaft spielen sollte oder spielt. Und mir ging es ja einfach nochmal ganz klar darum zu erklären, warum es in der Biologie, ja mit der Definition von Geschlecht, die wir in der Biologie haben, nur zwei Geschlechter geben kann. Und dass dieser Diskurs so emotional ist, liegt halt daran, dass viele Sozial- und Geisteswissenschaftler nicht verstehen, ja, was eigentlich mit diesem Begriff des Sex oder des Geschlechts ja, gemeint ist. Okay, machen wir ein bisschen nochmal das nächste Bild. Okay. Also, was wir hier sehen, das ist eine kleine Seeanemone, und zwar die Seeanemone Aptasia diaphana. Mit der habe ich vor einigen Jahren mal ganz intensiv gearbeitet für meine Masterarbeit. Und das Erstaunliche ist an dieser kleinen Seeanemone, erstmal ist es ein Tier, was man nicht denken kann, oder was man nicht denkt, aber diese Seeanemone, wenn ich die freitags in ihrem Aquarium überprüft habe, ich hatte verschiedene Aquarien und in jedem Aquarium saß eine Seeanemone. Und wenn ich Montag wiedergekommen bin, dann saßen da manchmal 4 oder 5 Seeanemonen, kleine Seeanemonen, in diesem Aquarium.
Und das liegt daran, dass dieses Tier etwas ganz Besonderes kann. Und zwar kann es sich ungeschlechtlich vermehren. Das heißt, die Fortpflanzung findet asexuell statt, ja, ohne Sex und ohne Geschlechter. Und dazu kriecht die Seeanemone mit ihrem Fuß, also unten, wo sie sich am Substrat festsetzt, das ist der Fuß, und da bewegt sie sich über das Substrat und verliert so kleine Stücke des Körpers, ja, von ihrer Fußscheibe. Und wenn die Bedingungen gut sind, und es schön warm ist, dann kann auch so ein kleines Stückchen, ja, Seeanemone innerhalb von 24 Stunden ein komplett neues Tier wachsen. Und dann hat man plötzlich vier Anemonen. Das ist tatsächlich die älteste Form der Fortpflanzung, die wir im Tierreich kennen. Und die hat einfach ein paar, ja, Vorteile. Weil die Fortpflanzung, ja, die kann einfach immer stattfinden und die findet auch immer statt. Ja. Das Wachstum ist quasi exponentiell, weil aus jeder von diesen kleinen Seeanemonen, die sind dann auch innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen sind die groß, können sich auch bewegen und können auch wieder kleine Seeanemonen produzieren. Und man braucht dazu jetzt keinen Partner. Ja, das Zweite ist, dass dann diese Seeanemone ganz besondere Formen von kleinen Seeanemonen herstellt, nämlich identische Klone oder Kopien. Und auch das ist ja sinnvoll in der Evolution, weil wenn ich einen erfolgreichen Genotyp habe, also ein Tier, was so gute Gene hat, dass es an den Punkt kommt, wo es sich fortpflanzen kann, ja, dann möchte ich möglichst alle diese Gene in die nächste Generation weitergeben. Ja, von daher ist es sehr gut, sich asexuell fortpflanzen zu können. Nun macht aber die Seeanemone, wie die meisten Tiere, die sich heute noch asexuell fortpflanzen, auch noch einen anderen Fortpflanzungsweg. Und das ist die geschlechtliche Vermehrung oder die sexuelle Fortpflanzung. Ja? Das ist die Fortpflanzung mittels zwei Geschlechter. Und dazu, im Gegensatz zu der asexuellen, ungeschlechtlichen Vermehrung, braucht die Seeanemone einen Partner oder eine Partnerin. Also ich weiß nicht, wie das bei Seeanemonen dann gegendert wird, aber ein anderes Tier. Und ja, teilt dann das genetische Material auf und die Hälfte davon wird ins Wasser abgegeben, vermengt sich mit dem genetischen Material einer anderen Seeanemone. Dann haben wir ein kleines Ei, was daraus entsteht. Anschließend durch Zellteilung haben wir ein Embryo. Dann schlüpft aus dem Embryo, sehr interessant, eine kleine Larve, die sogenannte Planula-Larve. Und die kann relativ, ja, weite Strecken zurücklegen, weil die verdriftet wird und setzt sich halt irgendwann an den Grund fest. Und dann wächst daraus eine neue Seeanemone. Und die Seeanemone, die so entsteht, die enthält jetzt zur Hälfte die Gene von dem Vater und von der Mutter. Ja, plötzlich haben wir zwei Geschlechter. Okay, mach mal die nächste. Ja, du musst noch mal eins nach oben gehen. Ja, also hier, das sieht man jetzt leider nicht, weil wir es als PDF-Form haben. Also hier hatte ich eigentlich ein kleines Video, dass man sieht, wie das bei der Seeanemone aussieht, wenn die ihre Gameten, ja, ihre Geschlechtszellen in das Wasser abgeben. Und diese kleinen Seeanemonen, die gehören zu der Familie der Nesseltiere. Das ist eine der primitivsten Tierarten, die wir so auf der Welt haben. Und die haben sich tatsächlich so vor etwa, ja, 500 Millionen Jahren hat sich dieser Tierstamm gegründet. Und die sexuelle Fortpflanzung, die diese Anemone ja auch macht, ja, und auch viele Anemonen vorher, die ist sogar noch früher entstanden. Die ist nämlich vor etwa 700 bis 800 Millionen Jahren entstanden. Plötzlich hatten wir nicht mehr nur die ungeschlechtliche Fortpflanzung, ja, durch Klone, plötzlich haben wir die zweigeschlechtliche Fortpflanzung. Und die Biologen ja, sind heute eigentlich noch dabei, daran zu forschen und sich zu überlegen, warum ist das so gekommen, welche Vorteile bietet das, wann war ungefähr der Zeitpunkt. Also da ist noch nicht anschließend geklärt, was jetzt den Anstoß gegeben hat, dass es so gekommen ist, aber wir wissen, dass es sinnvoll war, denn danach gab es einige sogenannte Artenexplosionen. Ja, plötzlich sind viel, viel mehr neue Tierarten entstanden durch diese verbesserte Form der Fortpflanzung.
Ja, und auch heute fast alle Lebewesen auf der Welt pflanzen sich sexuell fort, also mittels Geschlechter. Und selbst wenn sie sich asexuell, also ohne Geschlechter fortpflanzen, ist das meistens ja fakultativ, also noch dazu. Aber sie haben immer meistens, in fast allen Fällen, die Zweigeschlechtlichkeit. So, mal ein bisschen weiter. Genau, und die Frage ist, die man jetzt oben nicht sieht, weil sie abgeschnitten ist. Also warum gibt es denn eigentlich Geschlecht? Ja? Und weil geschlechtliche Fortpflanzung ist an sich eigentlich ein sogenanntes Paradox der Biologie. Ich habe euch ja eben erzählt, wie praktisch das für die Seeanemone ist, dass die sich bewegen kann und dann hat sie Klone. Ja, und plötzlich kommt es halt zu immensen Kosten der geschlechtlichen Fortpflanzung. Und ein sehr großer Kostenfaktor sind nämlich die Männchen. Plötzlich muss ich in einer Population ja, die Hälfte der Tiere oder die Hälfte der Lebewesen ja, aus der Fortpflanzung oder aus der Verbreitung quasi rausnehmen und in eine gewisse Funktion zukommen zu lassen, nämlich die Funktion der Männchen, was die Rate, wie schnell sich eine Population vermehren kann, ja, verringert. Die weitere, was ich auch schon angesprochen hatte, ist, dass ich, wenn ich eigentlich eine sehr erfolgreiche Genkombination habe, also ein Tier, was sehr erfolgreich ist, der im Überleben und die perfekten oder gute Gene hat, dann können die nicht komplett weitergegeben werden an die nächste Generation oder die Kinder, sondern die werden geteilt. Und ich bin dann halt ja als Lebewesen darauf angewiesen, einen Partner zu finden, der genauso gute, wenn nicht bessere Gene dazu steuert. Aber anscheinend ist das trotzdem so, wiegen dann die Vorteile, diese immensen Kosten, so weit auf, dass es sich durchgesetzt hat. Und ja, zu den langfristigen Kosten gehört dann, dass durch, ja, dass einfach gute Mutationen, die entstehen, an Genen gekoppelt weitergegeben werden können und schlechte Mutationen, ja, die DNA beschädigen, die ja, werden so eher oder können sich nicht so schnell ansammeln. Und das erlaubt dann dem Tier, wie jetzt zum Beispiel der Anemone oder auch jedem anderen Tier, sich einfach schneller und flexibler an die Umwelt anzupassen, beziehungsweise die Population der Tiere oder Lebewesen sich flexibel an eine heterogene Umwelt anzupassen. Also, machen wir ein bisschen weiter. Genau. Jetzt kommen wir zu was, was wahrscheinlich alle mal in der Schule hatten. So, und warum gibt es denn jetzt nur zwei Geschlechter? Ja, also, und das liegt einfach daran, dass diese genetische Erbinformation, die ja jede Zelle hat, die muss weitergegeben werden und die enthält den Bauplan für das neue Lebewesen. Und bei der Seeanemone ist es jetzt ja so, wenn da ein paar Zellen zurückbleiben, die enthalten ja schon den Bauplan für das ganze Tier. Deswegen können da aus ein paar Zellen oder kleinen Gewebestückchen kann die ganze Seeanemone wieder entstehen. Und ja, Menschen, die ein Aquarium haben, die hassen das, weil wenn die einmal in dem Aquarium drin ist, dann wird man die eigentlich nie los, weil man schafft es eigentlich nicht, sich so rückhaltlos zu entfernen. So, bei der sexuellen Fortpflanzung ist es jetzt ja so, dass beide, Vater und Mutter, ihre Gene kombinieren. Und dazu, im ersten Schritt, muss halt diese Erbinformation erstmal halbiert werden. Sonst hätten wir, wenn beide zu gleichen Maßen alle ihre Erbinformationen weitergeben würden, dann hätten die Kinder ja quasi also doppelt so viel und die nächste Generation vierfach so viel. Und das möchte man einfach ja, vermeiden. Und dafür findet dann halt eine Reduktion statt, dass die Erbinformation erstmal halbiert wird. Ja, das sogenannte Meiose entstehen dann sogenannte haploide Zellen. Und das sind ganz spezielle Zellen. Ich glaube, die sieht man unten. So noch ein Stückchen runtergehen, hochgehen, dass man unten das sieht. Genau. Und bei der sexuellen Fortpflanzung ist es jetzt halt so, dass diese speziellen haploiden Zellen, die Geschlechtszellen, miteinander verschmelzen. Und deswegen gibt es halt immer nur zwei, weil an diesem Vorgang immer nur ja, zwei Zellen bzw. zwei Elterntiere beteiligt sind. Eine dritte oder vierte Form ist jetzt theoretisch denkbar, praktisch aber nicht, ja, existiert halt nicht, weil sich diese Zweigeschlechtlichkeit so erfolgreich
durchgesetzt hat. Und es gibt auch solche Populationen, die, wo man das halt auch einfach nachweisen kann in empirischen Versuchen, dass solche Systeme immer wieder zu dieser Zweigeschlechtlichkeit zurückkommen, weil es die stabilste Form ist. Und diese Geschlechterzellen, die in der einfachsten Art und Weise sind, die gleichgestaltet, das heißt dann Isogamie. Und die Individuen sehen auch relativ gleich aus. Hier ist ein Pantoffeltierchen abgebildet. Ja, die vermehren sich über solche durch diese Isogamie. Also zwei Geschlechtszellen, die sich komplett gleichen, verschmelzen miteinander, aber auch nur zwei, ja, eins mit Plus und eins mit Minus. Und die wieder fast alle anderen Lebewesen, die sich sexuell fortpflanzen, die haben die sogenannte Anisogamie. Anisogamie bedeutet, wir haben zwei Geschlechtszellen, die sich in ihrer Form und ihrer Funktion unterscheiden. Und eine Unterform der Anisogamie ist die Oogamie. Also wir haben eine Eizelle, die ist sehr groß und stationär und nährstoffreich. Und wir haben eine kleine Samenzelle oder ein Spermium mit einer Geißel, was sich fortbewegen kann, aber nährstoffarm ist. Und das ist die Form, die sich auch fast überall durchgesetzt hat. Okay. Machen wir ein bisschen weiter. Genau. Also die Organe oder die anatomischen Strukturen, die jetzt daran beteiligt sind, solche Zellen herzustellen, solche Geschlechtszellen herzustellen oder solche haploiden Zellen, ja, die bezeichnen wir als die primären Geschlechtsorgane, weil die sind primär an diesem Akt beteiligt. Und das sind bei Menschen hauptsächlich die Hoden und die Eierstöcke, aber auch die assoziierten Organe, die in den direkten Vorgang der Befruchtung mit eingebunden sind. Und auch hier sehen wir dann, dass durch die Meiose in Ovar und im Hoden bestimmte Zellen entstehen, die haploid sind, also nur die Hälfte enthalten, die verschmelzen, es kommt zur Befruchtung und dann haben wir wieder eine diploide Zygote, aus der dann wieder ein vielzelliges, diploides Lebewesen, nämlich ein neuer Mensch, entsteht. Okay, weiter bitte. So, ein Argument, was dann ganz häufig kommt, ist, ja, aber was ist denn mit Hermaphroditismus, ja, oder was ist mit Zwittern? Die sind doch dann ein drittes Geschlecht. Nein, sind sie nicht. Also die echte Zwittrigkeit, die wird so definiert, dass funktionsfähige männliche und weibliche Geschlechterzellen produziert werden. Und da gibt es dann die Simultanzwittrigkeit, also zur gleichen Zeit werden Spermien und Eizellen hergestellt. Das ist zum Beispiel hier beim Regenwurm der Fall oder auch bei vielen Lungenschnecken. Und das bringt dann natürlich wieder einen Nachteil, ja, weil wir wollen ja verhindern, dass das Tier sich selbst befruchtet. Weil dann haben wir ja wieder irgendwie eine Form von asexueller Fortpflanzung, also geschlechtsloser Fortpflanzung. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die vorteilhaftere sexuelle Fortpflanzung. Und deswegen haben viele solche Zwittertiere auch bestimmte Formen entwickelt, dann ihre Eizellen und ihre Spermien dementsprechend zu trennen. Wir sehen, dass der Regenwurm hat die einfach an verschiedenen Teilen des Körpers, während die Schnecke auch die zwar in derselben Struktur produziert, ja, die hat Ovotestes, also Hoden und Eierstöcke quasi in einer Struktur, aber trotzdem werden die Produkte unterschiedlich gespeichert und unterschiedlich befruchtet, um diese Eigenbefruchtung zu verhindern. Und der große Vorteil dieser Form der Fortpflanzung ist, dass jedes Individuum, was einem begegnet, ist einfach ein potenzieller Sexualpartner. Also jeder Regenwurm kann sich mit jedem anderen Regenwurm, den er trifft, fortpflanzen und ein Spermienpaket austauschen. Was wir dann auch noch häufiger haben, was ein bisschen vorteilhafter ist, weil es gar nicht diese Gefahr der Eigenbefruchtung gibt, ist der Geschlechterwechsel. Was bedeutet, man startet als das eine Geschlecht und im Laufe des Lebens entwickelt man dann die Anlagen, um das Geschlecht zu wechseln. Und die weniger häufige Form im Tierreich ist die Protandrie. Das bedeutet, ein Lebewesen kommt als Männchen auf die Welt, produziert also Spermien und irgendwann im Laufe des Lebens
wechselt das und dann werden diese Männchen zu Weibchen. Das finden wir in einigen Fischen, zum Beispiel in der Goldbrasse. Kennt ihr vielleicht davon? Das ist ein beliebter Speisefisch. Also viele Speisefische haben solche Geschlechtswechsel und das ist dann vor allem interessant für so Aquakultur, aber auch ja, Schmetterlinge oder Krebse durchleben diese Form von Geschlechterwechsel. Weitaus häufiger ist die Protogynie, also ein Tier startet als Weibchen und wenn es eine gewisse Größe erreicht hat, dann wechselt das Geschlecht hin zum Männchen. Das ist bei Fischen sehr, sehr häufig. Also ich meine, es ist, ich glaube, bei 70 bis 75% aller bekannten Fischarten, wo man das weiß, weiß man, dass diese Fische so einen, ja, so eine Protogynie, so einen Geschlechterwechsel durchmachen. Und der Zackenbarsch, der hier unten abgebildet ist, dieser große Fisch, das ist auch der einzige Vertreter im Tierreich der Wirbeltiere, ja, zu dem auch wir Menschen gehören, der noch ein Ovotestis besitzt, ein funktionsfähiges Ovotestis. Also eine Struktur, wo wirklich dann Spermien und Eizellen irgendwie gleichzeitig gebildet werden oder übergangsweise gleichzeitig auftauchen. Ja, sonst ist das nicht, wenn das vorkommt, ist das nicht funktional. Gehen wir mal weiter. Ja, die noch mal häufiger. Also ihr merkt schon, ich gehe immer so von, was gibt es und dann quasi den Weg, den die Evolution auch genommen hat und dann immer in die präferierte Richtung. Also wir waren jetzt in der sexuellen, also die sexuelle Fortpflanzung ist entstanden, die Anisogamie hat sich durchgesetzt, die Oogamie hat sich durchgesetzt und jetzt kommt der nächste Schritt, dass nämlich die Geschlechter determiniert werden. Also es findet kein Geschlechterwechsel mehr statt, sondern es gibt Männchen und es gibt Weibchen oder es gibt männliche und weibliche Individuen. Männliche produzieren Spermien, weibliche produzieren Eizellen und die bleiben auch ihr ganzes Leben ja, in diesem Geschlecht und pflanzen sich so fort. Und nicht vergessen, das tritt genauso auch bei Pflanzen auf. Ja, also hier sehen wir eine Kiwi-Pflanze. Und Kiwis haben auch ganz klar männliche und weibliche Individuen, die quasi getrennt geschlechtlich sind, verschiedene Pflanzen. Und ja, auch die meisten Tiere sind getrennt geschlechtlich, haben also weibliche und männliche Individuen. Okay. Mach mal weiter, liebe Donna. Genau. Die getrennt geschlechtliche Fortpflanzung. Ja, die bringt dann wieder bestimmte Konsequenzen mit sich. Denn irgendwie muss dann ja festgelegt werden, also durch einen Mechanismus, ob sich ja, der Embryo oder das neue Individuum, ob das jetzt ein Männchen ist oder ob das ein Weibchen ist. Und da gibt es ja, 7 relativ gut bekannte genetische Mechanismen und 2 umweltbasierte Mechanismen, die ich immer ganz kurz vorstellen will. Also das häufigste oder was bestimmt alle kennen, ist halt ein System über ja, sogenannte Sexchromosomes oder Geschlechtschromosome mit einer XX- oder XY-Struktur. Genau, das ist einfach am bekanntesten. Und den haben wir sowohl in Insekten wie der Fruchtfliege, als auch bei Menschen, aber der ist auch konvergent. Mehrfach im Laufe der Evolution ist dieser Mechanismus wieder entstanden. Also es gibt auch Pflanzen, die sich über ihr Geschlecht über XY-Chromosome determinieren. Zum Beispiel die Lichtnelke hier unten, die sieht man manchmal auch so am Wegesrand, an Feldern, wenn man spazieren geht. Oder solche bestimmten Formen von Schildkröten, so Schlangenhalsschildkröten, die haben das auch konvergent, also nicht artverwandt, aber auch neu ja, dazu evolviert. Und bei Menschen ist es ja so, dass die Individuen, die homologen Chromosome haben, also XX, die kodieren als Weibchen und XY kodieren als Männchen. Und da ist es gar nicht so konsistent, auch innerhalb eines Tierstammes, ja, zum Beispiel wie der Säugetiere, es können immer unterschiedliche Formen auch auftreten. Ganz interessant ist hier das Schnabeltier, was ja zu einer sehr ursprünglichen Form der Säugetiere gehört. Und die haben tatsächlich einen, ja, die haben tatsächlich 5
X und 5 Y-Chromosome, die hier oben halt alle aufgelistet sind, als geschlechterdeterminierenden Mechanismus. Und wir haben hier unten die kleine japanische Stachelratte, wo das Y-Chromosom bei einer Population auf einer Insel komplett verloren gegangen ist. Da wurden halt Gene auf andere Chromosome transportiert und da findet jetzt die Geschlechterdeterminierung ein bisschen anders statt. Also nicht mehr durch XY, sondern durch X und verschiedene Genfrequenzen, die auf anderen Chromosomen sitzen. Aber die Regel ist halt immer, es entsteht halt entweder ein Männchen oder es entsteht ein Weibchen. Und bei Menschen ist es so, wenn halt aktive funktionale Teile eines Y-Chromosoms da sind, dann entsteht ein genetisches Männchen. So, dann nochmal ganz kurz. Es gibt auch andere Formen von Geschlechterchromosomen, zum Beispiel das ZZ- oder ZW-System, das haben Vögel. Und da ist es genau andersrum. Also ZZ, die homologen Chromosome, die produzieren Männchen und ZW produzieren dann die Weibchen. Und auch hier ist es nicht nur auf Vögel beschränkt, sondern das gibt es dann auch, da gibt es auch Insekten oder tatsächlich auch Pflanzen wie die Erdbeere. Also bei der Erdbeere läuft die Geschlechterdeterminierung auch über einen ZZ-ZW-Chromosom-Determinierungsmechanismus. Schlussendlich haben wir dann auch noch Tierarten, besonders Schildkröten und Krokodile, wo dann bestimmte Gene bei bestimmten Temperaturen exprimiert und werden, die dann festlegen, ob das ein Weibchen oder ein Männchen wird, ja, je nach Umgebungstemperatur der Eier, die abgelegt werden. Und schlussendlich, weil es immer wieder um diesen kleinen Kerl geht, haben wir auch einfach nochmal den Clownfisch rausgesucht, ja, der übrigens in der Anemone wohnt. Also da haben jetzt zwei Tiere quasi eine WG gegründet, weil die Anemonen sind ja auch Tiere. Und ja, Clownfische haben halt nochmal eine ganz besondere Form von Protandrie, denn sie haben solche, sie leben halt in so sozialen Gruppen und der Geschlechterwechsel, der wird durch eine soziale Interaktion getriggert. Also wenn ein Weibchen, also wenn das dominante Weibchen oder das einzige Weibchen der Gruppe ja stirbt oder verschwindet, dann wird eins von den Männchen dann vollzieht den Geschlechterwechsel und wird zum Weibchen. Und es gibt so einige noch nicht, ja, quasi so Prototypen von Männchen auch in der Gruppe, die sind aber noch nicht geschlechtlich ganz ausdifferenziert. Und davon werden dann auch welche zu Männchen und nehmen auch den Platz ein von dem Männchen, was dann wieder zum Weibchen geworden ist. Also gibt es wirklich ganz interessante Formen in der Natur. Irgendwelche Meereswürmer, wenn die auf ein Weibchen treffen, dann werden sie zu Männchen. Und wenn sie auf kein anderes Individuum treffen, dann werden sie zum Weibchen. Also solche Mechanismen gibt es auch in der Natur, aber am Ende kommt halt immer ein Männchen oder ein Weibchen raus, also ein männliches oder ein weibliches Individuum. Okay. Ja, und dann kommen wir halt auch schon zum Sexualdimorphismus. Sexualdimorphismus zeigt einfach, dass häufig oder fast immer bei den Tieren in einer Population die Männchen und die Weibchen grundsätzlich anders aussehen, sich anders verhalten, etc. Und wir haben ja schon gelernt, dass die primären Geschlechtsorgane quasi auch ihr Weiteres dazu tun. Ja, die sind auch genetisch angelegt, aber jetzt könnte man auch sagen, ja, warum sehen Menschen dann nicht fast gleich aus oder auch Tiere fast gleich aus? Ja, die einen haben mal vielleicht Innenhoden oder Außenhoden, aber und innen Eierstöcke, also das erklärt ja immer noch nicht, warum, nur was jetzt jemand in der Hose hat, warum dann der Rest des Individuums auch so verschieden aussieht. Aber hier mal die nächste Folie. Genau, also hier kommen wir dann wieder zurück auf die Evolution, ja, weil die Evolution, in der Evolution gibt es eine sexuelle Selektion, also einen sexuellen Selektionsdruck, über den die Gestalt der Geschlechter beeinflusst wird. Und wir haben einmal den sexuellen Konflikt zwischen Männchen und Weibchen.
dass eigentlich beide Paare das Beste wollen, aber so wenig wie möglich investieren in den Nachwuchs. Natürlich muss der Nachwuchs durchkommen, aber beide wollen halt ihren Anteil daran minimieren oder ja ihre, jetzt ihre Elternfürsorge, die Zeit, die sie dafür brauchen etc., wollen sie minimieren und sie wollen natürlich so viel von ihren Genen weitergeben wie möglich. Und da kommt es halt zu so einer, wir nennen es auch eine Red Queen-Hypothese, also so ein Konflikt zwischen Männchen und Weibchen, weil beide versuchen, das Beste für sich rauszuschlagen und einfach verschiedene Mechanismen entwickeln, um den jeweils anderen auszutricksen. Und dadurch werden einfach auch die Körper geformt und es entstehen bestimmte Verhaltensweisen oder Strukturen an den Körpern. Und dann haben wir noch zwei andere Drücke, nämlich die intrasexuelle Selektion, die entsteht bei der Konkurrenz von zwei Individuen um die Ressource von Fortpflanzungspartnern. Die Geweihe beim Hirsch sind eigentlich eher hinderlich für das Überleben, aber sie bilden halt einfach einen Vorteil für die sexuelle Selektion. Und deswegen existieren sie, weil sonst würden sie nicht, wären sie nicht sinnvoll oder hätten sie einen evolutionären Nutzen, dann würden sie nicht existieren. Und wir haben immer auch die intersexuelle Selektion, also bestimmte Merkmale, die extra ausgebildet werden, um für den anderen, für das andere Geschlecht besonders attraktiv zu sein, also ausgewählt zu werden. Und Sie müssen ja auch daran denken, oder ihr müsst daran denken, dass Männchen und Weibchen ja auch darauf angewiesen sind, sich gegenseitig zu erkennen, weil davon hängt ja auch der Fortpflanzungseffekt ab. Wenn ich jetzt erstmal zu jedem Menschen hingehen muss, um erstmal checken muss, zu welchem Geschlecht er gehört, ja, dann wird der Fortpflanzungserfolg einfach runterreguliert. Also so ist es auch bei Tieren oder bei... Okay. Mach mal die nächste. Genau, und ich ganz kurz zwei Beispiele, wie dieser Sexualdimorphismus auch bei Menschen funktioniert. Also Menschen sind in der Evolution der Primaten, haben sich eher angenähert. Ja, also der Sexualdimorphismus ist jetzt nicht so krass ausgeprägt wie zum Beispiel beim Gorilla. Aber auch bei Menschen gibt es einen starken Sexualdimorphismus. Und vor allem, wenn wir Gesichter betrachten, dann entnehmen wir da unheimlich viele Informationen darüber, zu welchem Geschlecht das Gegenüber gehört. Und dazu brauchen wir uns gar nicht anstrengen. Das ist so eine evolutionär gegebene Fähigkeit, die wir haben, normalerweise in Sekundenbruchteilen das Geschlecht eines Gegenübers einzuschätzen. Obwohl Gesichter sehr ähnlich sind, sind wir Menschen einfach sehr, sehr gut darin, Gesichter zu lesen und wahrzunehmen. Das ist halt auch einfach im Laufe der Evolution entstanden. Ja, die Haare sind aus dem Gesicht verschwunden, weil es für die soziale Interaktion einfach überlebenswichtig war. Und wenn ihr jetzt dieses Bild betrachtet von den zwei Gesichtern, dann ist eigentlich schon klar, zu welchen Geschlechtern die beiden jetzt gehören, ohne dass man es weiß. Aber dann machen wir bitte einmal weiter. Also vermutlich ist das jetzt keine Überraschung und auch hier sind alle Gendermarker entfernt, wir sehen keine Haare, aber es war eigentlich ziemlich klar, dass das hier ein Mann ist, also ein männlicher Mensch und hier ist auf der anderen Seite ist ein, so rechts ist der weibliche Mensch oder die Frau und ja, das ist einfach so ein ganz normaler Mechanismus in der Wahrnehmungspsychologie, zu der wir Menschen fähig sind. Mal bitte auf die nächste Folie. Also der Sexualdimorphismus von Menschen, der ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, der ist nicht nur genetisch, der manifestiert sich auch in Geweben und in Organen und ich stelle jetzt mal ganz kurz das Skelett vor oder einige Eigenarten des Skeletts. Also wenn wir uns hier das Becken betrachten, ohne Biologen sein zu müssen oder ohne Anthropologen sein zu müssen, können wir uns halt eigentlich schon denken, welches Becken zu welchem Geschlecht gehört. Und dadurch, dass dieses Becken mehr oder weniger anders ausgeprägt ist beim weiblichen Menschen, weil es für die Geburt bestimmte Funktionen übernehmen, sind dann halt auch zum Beispiel die Knochen, die Oberschenkelknochen in einem leicht anderen Winkel am Skelett angebracht. Und das führt dann halt dazu,
gibt es auch interessante Untersuchungen dazu, wenn wir solche Lichtpunkte am Körper befestigen, an definierten Punkten am Körper, und dann schalten wir das Licht aus und wir sehen nur die Bewegung dieser Punkte, dann können die meisten Menschen allein schon daran, ja, also anhand der Bewegung einschätzen, ob es sich um einen weiblichen oder einen männlichen Menschen handelt. Also die Wahrnehmung von Bewegung ist auch meistens sehr zuverlässig, einem Geschlecht zuzuordnen, genau wie das Gesicht. Ja, oder meistens auch die, also die Stimme sowieso. Also es sind einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen, die wir bekommen und die uns dazu befähigen, das Geschlecht unseres Gegenübers relativ sicher einzuschätzen. Okay. So, ganz kurz was zu Gender. Also ich bin ja Biologin, deswegen will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Das können andere bestimmt besser erklären. Also Gender ist das, im Gegensatz jetzt zu dem, was ich vorgestellt habe, was ja Sex ist oder das biologische Geschlecht, ist Gender das soziale Geschlecht. Also Gender ist ein Begriff, der aus den Sozialwissenschaften kommt, der so in den 1950er Jahren von einem Mann geprägt wurde. Und beschäftigt sich einfach damit, dass es verschiedene soziale Geschlechter geben kann, die in einem jeweiligen kulturellen Umfeld verschiedene Rollenerwartungen erfüllen. Und da habe ich jetzt diese Boneschas mir mal rausgesucht. Donna und ich hatten da auch mal drüber geredet. Das ist die sogenannten eisernen Jungfrauen, die leben in Albanien. Oder das ist eine Tradition in Albanien, wenn es keinen männlichen Erben gibt, dann kann eine Tochter quasi das soziale Geschlecht offiziell wechseln, bis es einen männlichen Erben gibt, lebt fortan als Mann, muss ein Eid ablegen, jungfräulich zu bleiben, keine Kinder zu bekommen, kriegt dafür aber dann bestimmte Privilegien, die in dieser Gesellschaft nur Männern zustehen. Dazu muss man halt sagen, dass sich Gender auch immer wieder auf das biologische Geschlecht bezieht. Ohne das biologische Geschlecht, ja, die zwei Geschlechter, gäbe es ja gar keine Diversität, gäbe es der Menschen und wir könnten diese zwei Klassen Einteilung, an die sich dann die sozialen Rollenerwartungen knüpfen, gar nicht vornehmen. Ja. Gender braucht halt eigentlich die biologische Tatsache, dass es zwei Geschlechter gibt. Und deswegen wird in den Genderwissenschaften auch oft dann gesagt, ja, assigned female oder assigned male at birth, als wäre das so eine zufällige Zuteilung, anstatt dass einfach das Geschlecht ja korrekt beobachtet wird, spätestens am Zeitpunkt der Geburt. Und ich habe noch zwei Folien. Also erstmal, warum ist das mir so wichtig oder warum ist es generell so wichtig, hier zu differenzieren, wenn wir über Geschlecht sprechen und Sex und Gender säuberlich zu trennen. Es ist einfach ein Merkmal guter wissenschaftlicher Praxis. Es gibt für Journals bestimmte Vorgaben, die darauf abzielen, deutlich zu machen, wenn es um eine Studie geht, ja, welches Sex und welches Gender meinetwegen die Teilnehmer an dieser Studie hatten. Und das ist einfach sehr wichtig, weil weibliche Menschen oder Frauen in der medizinischen, biomedizinischen Forschung lange missachtet wurden. Oder man hat lange gedacht, dass Frauen prinzipiell genauso funktionieren wie Männer. Und der einzige Unterschied, wie sich jetzt Männer und Frauen unterscheiden, finde ich immer den Begriff der Bikini-Medizin so schön. Also bei der Frau, nur das, was der Bikini bedeckt, ist quasi anders als beim Mann. Und die neuere biomedizinische Forschung kommt ja eigentlich zu ganz anderen Erkenntnissen. Das haben wir jetzt gerade gesehen bei Corona, dass das Immunsystem von Männern und Frauen da einfach ganz unterschiedlich funktioniert und die Anfälligkeit für Frauen, wie schwer an Corona zu erkranken, dank des Immunsystems, ist natürlich geringer. Und das liegt nicht am Gender, ja, auch wenn Gendermedizin das vielleicht vermuten lässt, es liegt halt einfach am Sex, ja, das liegt an den Genen und der Immunantwort. In dem Sinne kann Gender trotzdem wichtig sein, sei dahingesagt, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, Frauen erkranken jetzt vielleicht nicht so stark oder so schlimm an Corona, aber sie erkranken vielleicht öfter an Corona, weil Kinder ein Überträger sind und mehr Frauen sind Kindergärtnerinnen
und sind deswegen mehr dem Risiko ausgesetzt, sich anzustecken. Ja, dann sind wir im Bereich des Genders, weil dass die Frau als Kindergärtnerin arbeitet, ist ja keine biologische Tatsache oder eine Tatsache, die sich komplett biologisch ableiten lässt. Ja, sondern da kommen einfach gesellschaftliche und kulturelle ja, Charakteristika hinzu, die dazu führen. Bestimmt auch eine, ja, bestimmt auch eine, die sich auf das Sex bezieht, ja, aber hauptsächlich vielleicht auch eine, die eher am Gender liegt. Ja, und dann haben wir auch diesen Einfluss des Genders in der Medizin. Aber es ist trotzdem wichtig, hier zu trennen, ja, zwischen Sex und Gender. Einfach um den Frauen willen und um der guten Forschung willen müssen wir einfach darauf beharren, dass es bei der Forschung in der Biologie, bei der Forschung in der Biologie und in der Medizin nur zwei Geschlechter gibt. Und eins davon ist einfach noch nicht so gut untersucht worden. Und das ist das weibliche Geschlecht. Okay, ich glaube, jetzt kommt meine letzte Folie. Ja, und das war jetzt eigentlich nur noch mal abschließend so drei gute Beispiele, die ich gefunden habe bei der Recherche für diesen Vortrag, was quasi falsch laufen kann. Also in der angloamerikanischen Welt ist es halt so, die sind öfter ein bisschen prüder und die wollen halt das Wort Sex nicht so gerne benutzen, um damit Geschlecht auszudrücken. Und deswegen wird da ganz, ganz oft dann einfach auf Gender zurückgegriffen. Zum Beispiel jetzt hier dieses Bild von der Kiwi, was ich gezeigt habe, die ja getrennt geschlechtlich ist. Und dieses Bild bezieht sich auf einen wissenschaftlichen Artikel über die Geschlechterdeterminierung in der Kiwifrucht. Und in diesem Artikel, ja, steht natürlich ganz klar, dass es um das Sex von der Kiwi geht. Und hier auf der Seite, hier jetzt aber auf der Seite, wo das präsentiert wird, ja, steht plötzlich was von der Gender-Identität der Kiwifrucht. Aber ich bin mir sicher, dass Kiwis keine Gender-Identität besitzen oder dass hier das Wort Gender-Identität einfach vollkommen fehl am Platz ist. Ja, das Gleiche ist, habe ich dann hier nochmal gefunden mit dem Seeigel. Seeigel sind auch beliebte Modelle, Geschlecht zu erforschen. Tatsächlich wurde die Zweigeschlechtlichkeit zum ersten Mal in Seeigeln auch nachgewiesen, aber auch hier schleicht sich dann ganz oft so das Wort Gender rein. Also wir haben hier die Gender Difference in der Immune System. Ja, also auch hier, ich glaube nicht, dass das die sozialen Rollenerwartungen sind des Seeigels, der nicht mal ein Gehirn besitzt, ja, der dann das Immunsystem beeinflusst, sondern hier geht es ganz klar um das Sex des Seeigels, ja, das biologische Geschlecht. Und deswegen ist halt diese klare Trennung und die klare Sprache so unglaublich wichtig, weil sonst ja, Laien oder Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen, dann ganz, ganz oft zu irgendwie diese Idee in den Kopf gesetzt bekommen, dass es, wenn wir Gender und Sex vermischen, dass es da irgendwie noch mehr als zwei gibt. Aber es gibt nicht mehr als zwei. Und hier ist auch nochmal ein Beispiel aus dem ja, das ist ein Spektrum der Wissenschaft, was sich auch auf eine wissenschaftliche Publikation in einem Journal bezieht. Genau, und da wird auch, da steht halt auch zwischen männlich und weiblich liegen ganz viele Übergangsstadien. Auch das ist inkorrekt. Es gibt nur männlich und weiblich als Definition. Es gibt aber, wie wir gelernt haben, bei den sekundären Geschlechtsmerkmalen einfach ja, verschiedene Stufen, die dann eine Varianz oder eine bimodale Verteilung zeigen. Aber das gilt nicht für das Geschlecht an sich. Und ich hoffe, dass diese Beispiele und insgesamt der Vortrag jetzt gezeigt haben, warum es halt einfach so wichtig ist, Sex und Gender zu trennen und warum wir halt darauf beharren müssen, dass es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt, weil das ist einfach der Stand der Forschung. Und das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern ja, das ist einfach die gängige Meinung von allen, die sich mit Medizin, Biologie und vor allem Evolution auseinandersetzen. So, danke dir, Marie. Ich danke dir für diesen erhellenden Vortrag, für diese interessanten Fakten, die du da mit uns geteilt hast. Ich finde es sehr spannend, dass man da noch was lernen kann, ne, von Biologinnen und Biologen, wenn man sie denn nur lässt, wenn man sie denn nur zu Wort kommen lässt. Ja, ich habe jetzt auch in den Chat schon reingeschrieben, es gibt jetzt Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Mein lieber Chat, bitte jetzt eure Fragen an Marie.
Du bekommst übrigens gerade sehr viel Applaus und alle sind hellauf begeistert von deinem Vortrag. Ich glaube, es war jetzt auch verständlich. Also ich habe es ja versucht, für ein, ja, jetzt kein Biologenpublikum irgendwie vorzustellen. Also Es war nur Lob drinnen, also es schreiben alle super Danke, Applaus. Und es hat auch eine geschrieben, wirklich sehr interessant vorgebracht, nämlich auch für Kinder. Also ich hab folgen können, ich bin keine Biologin, ich habe es sehr interessant gefunden. Es kommt nämlich schon eine Frage, Unterschied zwischen XX, XY und ZZ, ZW. Warte, ich muss raufscrollen. ZWS, woher kommen die Namen? oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei Z und W ist, aber bei X und Y kommt es ja wirklich von der Form, wie die kondensiert vorliegen. Ich glaube, ich weiß es, weil ich habe mir den Vortrag von Dr. Korte angehört. Also Ja, perfekt. dadurch, dass das Z bei jenen Tieren, also bei Hähnen, also bei einem Hahn und bei Hühnern ist es so, dass das weibliche Huhn das sogenannte XY hat, ja. Und dadurch, dass man aber nicht wollte, dass es eben für Verwirrung stiftet, dass dann zum Beispiel manchmal weibliche Tiere das XY haben und die männlichen XX, hat man es umbenannt. Hat man dann gesagt, okay, in diesen seltenen Fällen sagen wir dann ZZ dazu, ja. Also statt XX sagen wir ZZ und ZW. So hat er es damals gesagt. Also genau, sonst ist es Siehst aber. du bist perfekt. Also das war jetzt was, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Ja, also es war einfach nur eine Art Erleichterung, damit halt immer klar ist, wenn XX oder XY, weil es eben so häufig vorkommt, vorkommt, dass man gleich automatisch weiß, okay, bei XX ist es immer ein weibliches Tier oder ein weiblicher Mensch. Und sollte es bei diesen seltenen Fällen, wo dann das weibliche Tier tatsächlich die XY hat, dann nennen wir es ZZ oder ZW. Genau, cool. Cool, dass ich auch was Sehr gut, weiß. dass du auch was weißt. Also das muss man auch sagen, dass es zum Beispiel bei Fischen ja gar kein, also es gibt auch Fische, da gibt es gar keine Geschlechtschromosome. Also da finden wir einfach diese geschlechtsdeterminierenden Gene verteilt auf ganz vielen verschiedenen Chromosomen. Die haben jetzt nicht extra irgendwelche Chromosome. Also das gibt es auch. Nicht alle Tiere, die irgendwie ja, geschlechtsdeterminiert sind, haben auch Chromosome. Aber Chromosome waren halt sehr erfolgreich in der Evolution. Deswegen kommen sie eigentlich überall vor. Ich schaue gerade, also im Chat wird ja sehr, sehr viel Okay, geschrieben. Ich ich schaue noch werde kurz. jetzt auch, dass ich das noch zwei Fragen machen, weil ich bin echt durch für heute. Ja, ich schaue gerade, ich versuche die Fragen suchen. Also die Fragen sollen sich nur auf den Vortrag beziehen und nicht auf das Ganze drumherum, meine Lieben. Ich scrolle Genau, gerade. und wie gesagt, es wird ja auch vielleicht, also es wird hoffentlich nochmal eine Veranstaltung Hier ist eine machen. gute Frage. Also Marie, wie stehst du zu den Forschungsansätzen, die versuchen, das Geschlecht über die Ausschüttung gewisser Botenstoffe im Gehirn beziehungsweise prozentuale Anteile in die eine oder andere Richtung zu bestimmen? Da müsste man jetzt fragen, was, also Hormone, Geschlecht über Hormone zu kodieren. Das halte ich für nicht sinnvoll. Also das Ding ist ja, wenn man das dann Geschlecht nennt, ja, dann nehme ich halt den Begriff und gebe diesem Begriff eine vollkommen neue Bedeutung. Aber es gibt halt auch sehr viele Lebewesen, die überhaupt, also die komplett anderes Botenstoffsystem haben als wir Menschen. Und warum sollen wir diese universelle Definition für Geschlecht, ja, für weibliches Geschlecht, wenn ich sage, dieses Individuum ist weiblich, ja, das trifft auf mich zu, auf eine Katze, auf einen Baum, ja, es ist immer klar, was gemeint wird. Es ist eine universelle Definition. Wenn ich jetzt irgendwie nur die Menschen weiblich nenne, die, weiß nicht, XY% Östrogen haben, ja, dann ist das einfach, dann nehme ich einfach das Wort Geschlecht und ordne dem eine komplett neue Bedeutung zu und das ist halt einfach nicht zielgebend. Also warum nicht, wenn man dann innerhalb von Frauen oder Männern nochmal nach Hormonlöffeln kategorisieren möchte, kann man ja auch einfach neue Worte dafür nehmen. Also man muss ja nicht die Geschlechterdetermination dazu nehmen. Gleichzeitig halte ich auch nichts davon, Frauen, die jetzt irgendwie mehr Testosteron produzieren und denen vielleicht ein Bart wächst, irgendwie, also gesellschaftlich jetzt zu sagen, ja gut, dann bist du jetzt einfach keine richtige Frau oder nur 50% Frau, weil dein Hormonwert ist ja auch eher irgendwie
weiter unten. Ja, das ist, finde ich, eine sehr regressive Art zu denken. Okay, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ich schaue noch schnell am Schluss, ob noch Fragen reingekommen sind. Also im Grunde ist es. Wie viele haben wir jetzt zugehört? Haben Sie Ja. wenigstens mal 50 Leute zugehört? 500 Leute haben Wow. zugehört. Also, liebe Marie, dann ich sage, ich schließe jetzt die Fragen, denn genau, die Fragen hätten nur, also ich habe nur die Fragen genommen, die zum Vortrag selbst waren. Ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage jetzt vielleicht noch am Schluss, ich finde es eine Frechheit, was mit dir passiert. Ich finde es eine bodenlose Sauerei, was da versucht wird von transaktivistischer Seite, dich zu diffamieren, dich der Hetze zu bezichtigen. Alleine für die Tatsache, dass du sagst, es gibt zwei Geschlechter. Ich finde es eine Frechheit, dass deine Universität nicht zu 100% hinter dir und deinem Vortrag steht. Ja, ich weiß, so eine lange Nacht der Wissenschaft oder Forschung oder wie auch immer ist immer gerne eine PR-Aktion oder PR-Veranstaltung und man will dort halt keine Streitereien. Aber das ist es nämlich. Eine Universität ist immer auch ein Ort, an dem ehrlicher Diskurs möglich sein sollte. Es ist ein Ort, an dem es nun mal so sein kann, darf und muss, dass unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen und man muss es gewährleisten können als Universität, dass dieser Diskurs, dass diese Auseinandersetzung möglich ist. Wenn Sicherheitsbedenken sind, wenn man die anderen Gruppen als so gefährlich einstuft, dass man nicht mehr für die Sicherheit der Debatte sorgen kann oder der Menschen, die sich die Debatte anhören können, dann muss man sich als Gesellschaft ernsthaft Fragen stellen, warum ist das so? Wo sind wir falsch abgebogen als Gesellschaft, dass es nicht mehr möglich ist, einen Vortrag zu bringen? Zur Zweigeschlechtlichkeit, zur Evolution des Menschen, und man lieber den Weg des geringsten Widerstandes geht und sagt, komm, lass uns lieber absagen, damit es hier nicht zu Demonstrationen kommt. Das ist meine Ansicht. Ja, ich bin da ein bisschen, ich bin da ja noch optimistisch, weil ich hätte mich jetzt auch zur Diskussion gestellt. Also es war ja auch ein Vorschlag, dass man sagt, okay, die Veranstaltung nach mir wurde ja sowieso abgesagt, ja. Also ich habe auch gesagt, klar, warum nicht in einem zivilisierten Rahmen danach auch gerne noch länger diskutieren, ja. Meine Idee waren ja 30 Minuten Vortrag plus 15 Minuten Diskussion. Ich hätte jetzt auch eine Stunde diskutiert, solange das halt sachlich stattfindet. Aber es ist ja, also ich weiß nicht, mit diesen Menschen, die sind ja dann so hochgepeitscht, dass man dann gar keinen sachlichen Diskurs mehr führen kann. Und ich glaube, hätten sie in meinem Vortrag gesessen, also hätten sie sich das jetzt so angehört, dann wäre ihnen vielleicht auch einfach klarer gewesen oder vielen Leuten wäre dann einfach klarer, worum es geht. Also warum beharren wir so auf der Zweigeschlechtlichkeit, ja, die keinesfalls widerlegt ist. Man, das ist einfach ein evolutionäres Gesetz. Ja, dass das Fortpflanzung einfach zwei Geschlechter Braucht. braucht, also zumindest die geschlechtliche. Ja, das hat nichts mit Hass zu tun oder ich weiß nicht, Interfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, whatever. Ja, aber wir kommen ja nicht mal mehr dazu, in einem Raum friedlich über solche Dinge zu reden. Also man lässt sich ja den anderen nicht zu Wort kommen. Und ich glaube, in den Genderwissenschaften hat sich einfach ein komplett eigener Kosmos irgendwie abgekapselt mit einer bestimmten Art und Weise, wie auch über Geschlecht gedacht wird oder geforscht wird, ohne da eine naturwissenschaftliche Perspektive einzubeziehen oder auch nur eine sehr komische, ja, die nicht dem Stand der Wissenschaft entspricht, ja, der modernen Biologie oder der modernen Medizin. Es wird ja auch Und immer wieder behauptet, dass die Takes, die du jetzt zum Beispiel auch vorgebracht hast, schon seit, dass das die Wissenschaft von 1970 sei, dass das überholt sei, was einfach kompletter Bullshit ist. Und nur weil die Genderwissenschaft oder manche Sozialwissenschaften jetzt der Meinung sind, man könne sich von der materialistischen Realität unserer Geschlechtlichkeit einfach loslösen und so tun, als könnte man sich jedes Geschlecht herbeireden oder wegreden. Das ist einfach, also das ist nicht möglich. Und ja, ich finde es einfach eine Frechheit, dass man tut, dass so tut eben das
Grundsätze, wie zum Beispiel andere Grundsätze es auch gibt in der Naturwissenschaft, dass die Erde rund ist, dass sie sich um die Sonne dreht, dass diese Grundsätze jetzt als antiquiert dargestellt werden von manchen Transaktivisten. Und ja, das kann, also wie gesagt, es ist einfach eine Ideologie und diese Ideologie, also zu dieser Ideologie wird einfach ein Kniefall vollzogen von Seiten der Wissenschaft. Und ich finde das wirklich, wirklich gefährlich. Aber ich danke dir trotzdem. Ich glaube, dass halt einfach nicht so viele Biologen das verstehen oder generell Naturwissenschaftler sind nicht so in diesem Diskurs drin. Oder ich war ja auch lange gar nicht da jetzt drin. Also wer sich damit nicht beschäftigt, der stellt ja auch gar nicht fest, dass solche falschen Informationen einfach zirkulieren und dann auch durch die Medien einfach weiterverbreitet werden. Das ist ja einfach so, es gibt ja verschiedene Probleme in den Wissenschaften, ja, und auch dieses ständige Zitieren und Verfälschen von bestimmten Informationen gehört halt auch dazu. Und ja, lass uns mal Schluss machen, aber ich würde nochmal, also für alle, die sich nochmal interessieren, wie Donna und ich, keine Ahnung, 2 Stunden uns unterhalten, auch über das Dossier, an dem ich mitgearbeitet habe, ja, was die öffentlich-rechtlichen Medien kritisiert, der wird hier auch fündig auf diesem YouTube-Kanal. Da haben wir nämlich auch nochmal darüber geredet. Genau, das Video heißt Biologie statt Ideologie und da geht es eben um auch dieses umstrittene Dossier, also umstritten, da wurdet ihr auch sehr stark diffamiert, du und deine Mitautoren. Worin ihr in dem Dossier habt ihr schlicht und ergreifend die Falschberichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen, des deutschen Öffentlich-Rechtlichen kritisiert, wo auch immer wieder von einem geschlechtlichen Spektrum, von Vielgeschlechtlichkeit, dies, das gesprochen wird, ohne eine Definition für Geschlecht zu liefern, ohne klar zu stellen, wie sieht das denn die Biologie, wie sieht das die Medizin? Und ja, ich danke dir, liebe Marie, ich danke dir, dass du so stark bist, dass du so mutig bist, dass du da mit Gesicht und Namen stehst und sagst, nein, ich lasse mir das nicht gefallen und ich werde einen Vortrag über Zweigeschlechtlichkeit halten. Das ist ja einfach, es sollte nicht mutig sein, es ist einfach nur die Wahrheit. Also, aber es ist, also ja, ich muss mal die Wahrheit zu sagen. Es ist einfach so, ja. Also ich kann ja auch nichts daran ändern. Ja, es ist einfach die Wahrheit und wir haben ein Klima erreicht in unserer Gesellschaft, wo es offenbar einen Mut erfordert, die Wahrheit zu sagen. Und ich danke dir trotzdem, dass du so mutig bist. Du bist ein Beispiel für viele Frauen, für viele Männer, für viele junge Leute. Ich fordere an dieser Stelle alle anderen, die es noch nicht geschafft haben, zu diesem Thema sich zu positionieren. Positioniert euch, sagt, sprecht die Wahrheit aus. Wir können uns das nicht länger gefallen lassen, dass hier einfach Wissenschaftsfeindlichkeit und teilweise gepaart mit Frauenfeindlichkeit an den Tag gelegt wird und die Intelligenz hier schaut zu. Marie, ich danke dir herzlich und ich wünsche dir einen wunderbaren Samstagabend. Ich hoffe, du kannst ihn trotz allem genießen. Ja. Mach es gut. Mal meine Baba. Video angucken.